Sein Tatort ist das Leben. 60 Jahre Karl Dall. Die verrückte Geburtstagsshow. Präsentiert von Eva Herrmann. Heute ein historisches Ereignis und das, was es ist, das uns hier zusammenführt, liegt 6 Jahrzehnte zurück. Es war in den frühen 40ern und wenn wir uns überlegen, was haben uns die 40er eigentlich gebracht? So wahnsinnig viel Schönes nicht unbedingt. Was könnte man erwähnen? Vielleicht Pinocchio von Walt Disney oder den Glöckner von Notre Dame oder Karl Dall. Seine Geburt in Emden, im schönen Emden in Ostfriesland 1941. Ja, er hat damals schon die Hebammen warten lassen, hat sich verspätet und ich weiß das ganz genau, das hat sich rumgesprochen. Ich bin nämlich auch in Emden geboren und auch heute ist es nicht anders. Karl ist noch nicht da, hatte sich etwas verspätet, war im Stau an der Theke und wird jetzt in der Maske gepudert und gekämmt und etwas hergerichtet. Das ist ja ein großer Anlass hier heute Abend. Ich freue mich trotzdem, dass ich ihn jetzt ankündigen darf. Den einzigen, den großen, den charmanten, den hinreißenden, den gut aussehenden. Was sind das da für Zombies draußen? Das sind ja alles alte Leute, da gehe ich nicht hin. Karl, du musst da jetzt durch, dann bist du halt der Jüngste heute. Hm? Oh, du musst da raus, bitte geh jetzt raus, du hast einen großen Showauftritt, die freuen sich alle wahnsinnig auf dich. Du siehst gut aus. Liebe Zuschauer, meine Damen und Herren, 60 Jahre, Karl Dall. Liebe Zuschauer, die ganz Großen von Bühne, Funk und Fernsehen haben heute Abend sich angesagt und wollen hier sein, um dein Fest mit dir zu feiern, lieber Karl. Einige hatten sich mehr versprochen, andere hatten sich mehr versprochen. Manche sind auch freiwillig gekommen und der erste Superstar in der fröhlichen Schar der Gratulanten heute Abend ist niemand anders als Karl Senkel. Wer ist denn Karl Senkel? Karl Senkel kenne ich nicht. Karl Senkel. Ach, Entschuldigung, ich habe mich verlesen. Karl Senkel heißt Karls Enkel. Und, ich habe aber auch keinen Enkel, keinen richtigen Enkel habe ich auch noch nicht. Nicht, dass ich wüsste. Karl, doch, ein künstlerischer Enkel. Ach. Einer, der durch dich und nur durch dich geprägt wurde. Herzlich willkommen, guten Abend, Rüdiger Hoffmann. Ja, hallo erstmal. Herzlichen Glückwunsch, lieber Karl, zum Geburtstag. Ich finde, er sieht keinen Tag älter aus als 59, muss man wirklich sagen. Naja, du vielleicht ein bisschen. Nee, aber ich finde, und das kann ich wirklich beurteilen, er hat wirklich keine Probleme mit dem Älterwerden. Überhaupt nicht. Also, das kann man bei ihm wirklich nicht sagen. Nee, ich sag das nur, weil ein Bekannter von mir, der hat also große Probleme mit dem Älterwerden. Der kann überhaupt nicht älter werden. Neulich hat er mal Bungee-Jumping gemacht. Da hat sich seine Wirbelsäule dann so verhalten wie das Seil. Diesen Kick, den er dabei gesucht hat, den spürt er jetzt jeden Morgen im Lendenwirbelbereich. Aber ich meine, es hat sich gelohnt für ihn. Nur einmal bezahlt und dann bleibende Erinnerungen. Jetzt gibt es ja auch dieses umgekehrte Bungee-Jumping. Da wird man an so ein Seil gebunden und dann so hoch katapultiert. Das hat er jetzt auch mal gemacht, um das mit seinem Rücken wieder rückgängig zu machen. Seitdem trägt er diese Halskrause. Aber mit dem Rollkragenpullover, warum nicht?
Nee, aber das ist wirklich sein Problem. Ne? Er kann wirklich nicht älter werden. Zur letzten Love Parade ist er mit eigenem Sauerstoffzelt angereist. Ja, das ist wirklich, ne? Ich persönlich habe da überhaupt kein Problem mit. Mit dem Älterwerden überhaupt nicht. Wirklich, genau wie Karl. Also überhaupt kein Problem. Ja gut, ich bin ja jetzt auch schon über 30. Man sieht es mir vielleicht noch nicht so an, aber klar, früher hat man schon mal eine flotte Popmusik gehört. Jetzt eher ein Requiem oder eine Totenmesse. Meine Lieblingsfarbe war früher rot, jetzt eher grau. Aber wenn ich mal schon so ein bisschen ausgeflippt da drauf bin, dann auch schon mal beige. Am Wochenende mache ich jetzt schon mal ganz gerne ein spannendes Kreuzworträtsel. Oder dass ich mich schon mal vors Aquarium setze. Für ein paar Stunden. Dann allerdings ohne Tropenfische. Nee, weil die sind mir von der Farbe her zu grell. Das wirft mich dann doch zu leicht aus dem Gleichgewicht. Nee, aber ich muss wirklich sagen, ich habe mit dem Älterwerden überhaupt keine Probleme. Wirklich. Im Gegenteil. Ich freue mich sogar drauf. Doch, wirklich. Aber wenn ich morgens vorm Spiegel stehe, dann denke ich immer, Mensch, super. Schon wieder älter geworden. Klasse. Ja, ich meine, das ist doch aber auch so, ne? Wenn wir mal alt sind, jetzt unsere Generation, dann gibt es ja sowieso mehr Alte als Junge. Das ist so in Deutschland. Rein statistisch gesehen ist das dann so. Dann sagt man auch so, guck mal da, ein Junger. Bah, ist ja ekelhaft. Komm, lass mal auf andere Straßenseite gehen. Bah. Dann gibt's aber auch viel mehr für Alte. Ne, auch Werbung. Was weiß ich, irgendwie für Gebissreiniger mit Vanillegeschmack oder Zitrone oder Mango oder Maracuja. Dann gibt's auch viel mehr, dann gibt's auch so spezielle Kneipen für Alte, ne? Zum Beispiel so ein Club 69. Ja gut, den gibt's jetzt auch schon. Aber da kommt man dann erst ab 69 rein. Da kann man dann zum Beispiel so ein Galama Sunrise bestellen. Oder ein Doppelherz on the rocks. Die ganz Coolen werfen sich sogar noch eine Togal ein. Der Barkeeper wäre wahrscheinlich schon über 100. Von daher könnte man bei den Drinks dann nicht wählen zwischen gerührt und geschüttelt. Weil dann wären wahrscheinlich alle irgendwie geschüttelt. Von daher muss ich sagen, habe ich mit dem Älterwerden wirklich keine Probleme. Danke dir, Rüdiger. Ja, bitte. Riesig. Deine Gage ist der Stuhl und ich kann dir prognostizieren, dass du, wenn du so weitermachst, endlich aus diesen Kellertheatern rauskommst und auch mal eine richtig große Seele, die ich alle voll gemacht habe. Meinst du echt? Ja. Oh, das wäre ja prima. Du darfst dir jetzt noch den Rest der ganzen Show angucken, ja? Danke. Dankeschön. Dank. Danke. Gesehen, was für Komiker wirklich wichtig ist. Ne? Naja, du meinst, weil er auch ziemlich viel Gesicht zu waschen hat? Ja, ich wollte das nicht so direkt sagen. Du, wir können das als Werbefläche vermieten. Wir haben unsere Möglichkeiten, wenn wir nicht mehr im Geschäft sind. Ja? Ist aber auch besser so. Darf ich mal sagen, dass du großartig aussiehst? Danke, ja? Karl. Du auch, du hast Geburtstag. Wie so ein doppelter Mooshammer, zwei Möpse. Karl? Du wolltest nett sein. Du hast gesagt, ja, okay, einmal im Jahr wolltest du nett sein. Ja, natürlich. Ja. Ich möchte mal so reden über deine Berufsergreifung. Also in Ostfriesland geboren, das hast du ja ganz gut weggesteckt, ne? Ja, was meinst du, weil ich alles so weggesteckt habe im Leben? Aber ich habe dann von Ostfriesland bin ich dann irgendwann nach Berlin nach gegangen. Nach Leer. Nein, Leer. Wir waren also ausgebombt fürchterlich. Und dann von Hessen nach Leer. Das war einfach so eine Kriegsgeneration. Und dann hast du Schriftsetzer gelernt? Schriftsetzer in Leer gelernt, ja, Schriftsetzer, ja. Schriftsetzer. Es hätte ja was aus dir werden können, ne? Deine Eltern hatten ja Hoffnung. Ja,
Ja, das war das Einzige, was ich durchgehalten habe. Ich habe ja so ziemlich alles versemmelt im Leben. Schule geschmissen und alles. Naja, okay. Heute kann man da frei... Ich weiß es nicht. Ich habe also zum Beispiel mal einen Aufsatz geschrieben in der Schule. Wie stelle ich mir den Tag meines Lebens in 10 Jahren vor? Darf ich das erzählen? Ja? Bitte, gern, wir haben Zeit. Ich habe auch Zeit, ja. Okay, dann fang an. Aber fang auch an. Es war so, das war 1954, da war ich 13. Da sage ich, der Tag meines Lebens in 10 Jahren ist der 15. April 1964. Diesmal geht meine Hochzeitsreise nach Ostfriesland. Ostfriesland ist ein Land, wo es noch Kühe gibt, wo es noch Menschen gibt. Und ich werde auch nicht versäumen, das Grab meines ehemaligen Deutschlehrers Günter Robra zu besuchen. Ja. Riesenkonferenz. Sie wollten mich sofort rausschmeißen aus der Schule. Aber ich war noch irgendwie minderjährig und mein Vater war ja selbst Lehrer. Das war nicht immer zum Vorteil. Und dann konnte ich noch bleiben, aber dann irgendwann haben sie mich dann doch gekriegt. Dann geschah es, dass du, wie gesagt, nach Berlin kamst. Das war ja, alle sind abgehauen, du bist hingeflogen damals. Ja, es war ja da, wo die große Berlin-Flucht war, weil die Angst davor hatten, dass der Russe im Kalten Krieg, die Mauer war gerade ein Jahr alt, und da sind wir hingegangen, weil Willy Brandt gesagt hat, bitte kommt, ihr bekommt ein Zimmer, ein One-Way-Ticket und eine Arbeitsstelle. Und weg von zu Hause, das war das Beste für mich. Ja. Hast du dich so langsam eingefunden in das Kultleben? Du bist freischlafender Künstler geworden? Ich habe dann natürlich schnell meinen Job aufgegeben, war dann viel in der Kneipe. Und um die Saufschulden abzuarbeiten, habe ich als Kellner gearbeitet und Gedichte vorgetragen. Und da kamen dann immer schon so einige Liedermacher, Hannes Wader, Ulrich Roski und Ingo Insterburg. Die kamen da schon so angesoffen nachts rein, haben mir ein Trinkgeld gegeben. Ja. So kam ich eigentlich an diese Kunstszene. Ja. Hat dich das eigentlich nachhaltig geprägt? Ja, hat mich geprägt. Ich wollte auch eigentlich mit nichts, wollte ich was werden. Ja, ich war ungeeignet für eine Banklehre und so weiter. Und ich wollte jetzt wirklich ganz groß rauskommen. Ist dir ja dann auch gelungen. Bei Ingo Insterburg hast du ja sogar angefangen zu arbeiten, also auch regelmäßig zu arbeiten, obwohl du gar kein Instrument spielen konntest, ne? Naja, das ist ja gar nicht aufgefallen. Das sprichst du jetzt nur an mit dem Instrument. Ich konnte wirklich kein Instrument spielen. Ich konnte eine Posaune halten. Und dann, als Ingo mir dann irgendwelche Rumba-Rascheln in die Hand gedrückt hat, dann fühlte ich mich auch ein bisschen beleidigt. Rascheln oder Rasseln? Rumba-Rasseln. Rascheln. Man kann mit den Rasseln rascheln. Ja? Okay. Du musst mich nicht für blöd halten. Nee. Komm. Dann zuschauen mir so einen Ausschnitt aus dieser Zeit angucken. Ein Ausschnitt? Ein Ausschnitt ach so, aus diesem. Ja, okay. Ingo Insterburg, Insterburg und Co. und Karl. Du Liebe, hast du schon mal was mit einer Krankenschwester gehabt? Nein, nur mit einer Gesunden. Neulich habe ich ihn besucht, da stand er vor seiner Wohnzimmertür. Toilettentür. Da stand er vor seiner Wohnzimmertür. Das ist meine Wohnzimmertür. Deshalb haben wir alle um den runden Klapptisch gesessen. Siehste, der Tisch war ja nicht gedeckt. Das Essen war scheiße. Diese Scheibe ist ein... Ja! Ja! Patrick Ersten! Ja! Diese Scheibe müsste kommen. Es ist die Scheibe für die Dome. Na, wer hatte die größte Scheibe? Du! Da ist sie, die Blume. Dein Diplom hast du. Für dich. Ach Gott, Mensch. Weißt du, so eine Baccarat-Rose, die haben wir früher bei unseren Tussen gekauft und die ist meistens auf dem Rücksitz verwelkt. Ist länger her. Ja. Karl, du ahnst nicht, wer jetzt kommt. Einer aus der Zeit? Einer aus der Zeit, der unbedingt hierher wollte, um dir zu gratulieren. Zu deinem 60. Herzlich willkommen, Ingo Insterburg.
Ja, wirklich toll, was du dir das einfallen lassen, Ingo, allein vom Outfit. Na, ich habe mir den Bart abgeschnitten und das sehe ich nicht die Haare so getönt. Ich denke an das Kleid, was du anhast. Ja. Das ist eine sechsschwänzige Frackjacke. Hm. Ein Schwanz ist für dich, einer für Barbara, einer für Janina, ist ja gut, ja. Einer. Hauptsache, du hast selbst Anke. Noch einen. Ja. Ja. Der hier. Sing mir bitte das Lied, was auch alle hören wollen hier. Ja, eine Kurzfassung, eine neue in 5 verschiedenen Sprachen, war ich damit auch international. Aber nicht so quälen bitte, ja? Sing mir bitte das Lied, ich liebte ein Mädchen. Ja. Ich liebte ein Mädchen Lichterfelde, die lebte zu lange von meinem Geld. Ich liebte ein Mädchen im Grunewald, bei der war immer die Bude kalt. Ich liebte ein Mädchen in Tempelhof, die war sehr lieb, doch bisschen doof. Ich liebte ein Mädchen in Wannsee, die konnte keinen nackten Mann sehen. Ich liebte ein Mädchen in Spandau, von der war immer der Mann blau. Ich liebte ein Mädchen in Tiergarten, da musste ich immer bis 4 warten. Ich liebte ein Mädchen in Tegel, die hatte Ohren wie Segel. Ich liebte ein Mädchen in Charlottenburg, die liebte in Günsterburg, doch dann wurde es mir in Berlin zu klein, drum zog ich in ganz Deutschland ein. Ich liebte ein Mädchen in Plauen, da bin ich bald abgehauen. Ich liebte ein Mädchen in Mainz, die war gar keins. Ich liebte ein Mädchen in Meißen, die tat mir die Hose zerreißen. Ich liebte ein Mädchen in Baden-Baden, die biss mir in meine Eier waren. Doch dann wurde es mir in Deutschland zu klein, drum zog ich schnell nach Liechtenstein. Ich liebte ein Mädchen in Vaduz, Hollandrio, das war was Gutes. Doch in Liechtenstein wurde es mir zu klein, drum zog ich in die Welt hinein. Ich liebte ein Mädchen in Mexiko, die hat einen runden Sexy-Po. Ich liebte ein Mädchen am Südpol, was selten da geschieht wohl. Ich liebte ein Mädchen in Kanada, das hörte man bis in die USA. I love the girl in San Francisco, in a very beautiful disco. I love the girl in Great Britain, die hatte feine Sitten. I love the girl in France, we did it during a dance. J'aime une fille de Lyon, qui est sucré comme un bonbon. J'aime une fille de Marseille, die wollte nur mein Portemonnaie. I love the girl in Thailand, so happy on an island. I love the girl in Italy, die weinte very bitterly. Amore signorina in Milano, canale grande bellissimo vulcano. Amore signorina in Firenze, die liebte lange Tänze. Ich liebte ein Mädchen in Polen, die hat mir mein Auto, nee, die hat mir die Unschuld gestohlen. Ich liebte ein Mädchen der Sowjetunion, die sagte immer, nicht mein Sohn, ja, lubil dir, wo schuf Sevastopol. Und nach Ritschala Kakasjol, ja, lubil dir, wo schuf St. Peterburg. Die liebte Ingo in Staburg, doch dann wurde es mir auf der Welt zu klein, drum zog ich in den Himmel ein. Ich liebte ein Mädchen auf dem Mond, das war sehr ungewohnt. Ich liebte ein Mädchen auf einer Supernova, das war noch heißer als auf dem Sofa. Ich liebte ein Mädchen auf dem Saturn, die konnte dabei an den Ringen turnen. Ich liebte ein Mädchen auf dem schwarzen Loch, ich glaub, da sitzt sie immer noch. Ich liebte ein Mädchen auf Mars, ja, das war's. Ein Mädchen in Emden. In Emden, die würde ich ständig wenden. Oder die würde sich an mir verschwenden. Was würde dir denn einfallen? Ich liebte einen Mann in Emden. Was würdest du denn sagen? Da zitterten mir die Lenden. Naja, heute Abend meine ich jetzt nur hier so zur Party. Wir sind beim Thema. Otto Walkes kommt auch aus Emden übrigens, nicht? Ich weiß. Der ist 7 Jahre jünger. Wir waren später in der gleichen Klasse. Karl, wir sind beim Thema. Du bist eine ganze Weile in der Presse geschimpft und gescholten worden als Verbalvandale. Da gab was es ist das? Vandal, das sind Schuhsohlen oder was? Du hast um dich gehauen verbal. Du warst frech zu den Leuten. Ach, nicht doch. Ach, was willst du denn, du alte Kuh? Karl, ich erinnere mich an einen Eklat. Du durftest nicht mal mehr in der ARD auftreten und das wird dir auch bald wieder passieren, wenn du weiter so machst, auch wenn du Geburtstag hast. Du durftest eine Weile nicht in der ARD auftreten. Ich habe mal in der ARD mich einmal vorbei benommen, das war 1981. Und zwar hatte ich
Ehrlichkeit ist ja wohl nicht mehr gefragt. Ich hatte gesagt, Heino darf nur noch in Seelenauftrieb mit leicht abwaschbarem Plastikgestühl. Peter Alexander hat's besser, der kriegt von der Lufthansa Kurztüten gestellt. Ja, ein Jahr Fernsehverbot, hieß es. War aber nur ein halber Monat, aber ich habe dem Fernsehen dann ein Jahr Fernsehverbot ausgesprochen. Ich habe mich von 81 bis 82 nicht mehr engagieren lassen. Ich habe immer gesagt, ich habe noch 9 Monate Fernsehverbot, haben die Redakteure gesagt, Entschuldigung, rufe ich dann später wieder an und so. Ja. Das ist ja das, was Fans auch an dir lieben, deine eiserne Konsequenz, deine Disziplin. Und es sind nicht nur deine Fans, sondern man soll nicht glauben, auch die Prominenten, die mögen dich. Prominente. Weil sie abhängig sind. Ich habe sie beschäftigt, ich habe sie hochgehalten, ich habe 1000 Prominenten Brot gegeben durch Talkshows. Die sind alles total abhängig, das ist wie Hausfrauen sind die. Ja. Unser Kamerateam ist unterwegs gewesen und teilweise hat es den Prominenten vor Rührung, als sie hörten, du wirst 60, die Tränen in die Augen. Die haben sich doch gefreut, die Schweine. Karl, mein Freund, mit dem ich so viel gelacht habe. Es wundert mich, ich dachte vor 20 Jahren, du warst schon 60. Ich lüge jetzt und sage, ich bin gleich alt wie Sie. In Wirklichkeit bin ich 2 Jahre älter. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute von ganzem Herzen. The 60s. Eine wunderbare Zeit. Man sieht es ihm nicht an. Er war schon vor 80 Jahren Vorbild für mich. Und für die Kohle, die er hat, finde ich toll, dass er immer noch arbeiten geht. Es wundert mich eigentlich, dass du erst 60 bist. Ich dachte, du wirst schon 70. Karl Dall wird 60. Nicht so interessant. Interessanter ist, wie lange macht das noch? So wie der Mann aussieht. Alles Gute für die zweite Lebenshälfte. Karl wird 60. Da kommt man selber ans Nachdenken, ne? Wenn so ein lieber Kollege, wenn der dann so abbaut und älter wird, nicht schön. Karl, ne? Einmal im Jahr zur Vorsorgeuntersuchung und dann, das wird wieder Karl. 60 Jahre. Und immer noch so ein Showhase. Ne, Karl? Alles Gute für dich. Der letzte Kollege hat es wirklich gut mit dir gemeint. Der Harpe Ferkeling, oder wie der heißt. Ja, der war ehrlich. Harpe war ehrlich. Karl, bitte. Wie sieht denn deine Traumfrau aus? Haarfarbe? Also wenn man sagt immer, meine eigene Frau ist ja mehr brünett, aber ich würde sagen, das Sexualsymbol für einen Mann ist eigentlich blond, blau, äugig, Hirn und, aber ich kenne keine Blondine, die alles hat. Du hast ja auch nur 2, nein, aber es gibt ganz wenig, die alle, das gesamte Spektrum abdecken, glaube ich nicht. Ich kenne eine. Du kennst eine? Ich kenne eine. Ey. Sie ist hier. Und? Für dich. Da kommt sie. Hier ist Mary! Mary! Oh, Mary! Hi! Hi, nein. Oh mein Gott, Karl, wenn ich daran denke, vor 20 Jahren hatten wir die erste gemeinsame Killer-Talkshow. Nein, also Mary, ich muss sagen, riesig, wie du dich gehalten hast. Ja, aber ich muss sehen, immer noch aus wie 20. Mary, ja. Du bist blond. Was soll denn das schon wieder heißen, Karl? Also, das ist ein ausgesprochen dummes Macho-Vorurteil. Wenn eine Frau blond ist, dann muss sie so einen Busen haben und ist doof. Das stimmt überhaupt nicht. Dabei bin ich ja nicht naturblond. Ich trage ja nur blond aus Solidarität den Männern und ihrem geistigen Zustand gegenüber. Man hat übrigens festgestellt, dass Männer viel dümmer sind als Blondinen. Ja, viel dümmer. Männer schauen sich das gleiche Fußballspiel 3-mal auf Video an, in der Hoffnung, dass ihre Mannschaft gewinnt. Und so Machos wie du einer bist, die können ja nur bis 11 zählen, wenn sie nackt sind. Aber es ist wissenschaftlich bewiesen worden, dass ein Mann ja nur ein Gen mehr hat als ein Schwein. Und das nur, damit sich das Schwänzchen nicht kringelt. Im Büro, oh, da tascht mir einer auf den Po, oh, der war noch nicht in seiner Deckung drin,
und ein Eisbeutel für sein Doppelkinn. Männer sind oft penetrant, backen wie blöd ohne jeden Verstand. Finger weg, sie lalli sie, so erobern sie eine Lady nie. Bin ne Dame, ne Dame, ne Dame, ne Dame, sie Arschloch, sie Arschloch. Bin ne Dame, ne Dame, ne Dame, sind sie blind, sie rinnt. Bin ne Dame, ne Dame, ne Dame, ne Dame, sie Arschloch, sie Arschloch. Das ist ja wohl der Gipfel, sie Zipfel. Den kauf ich mir. Oh. Sind sie beschickert oder was? Ey. Dann sabbern sie mal nicht ihr Lätzchen nass. Oh. Null Profil wie ein abgelutschter Reifen. Ah. Nix in der Hose, aber Paloma pfeift. Oh. Mit ihren Wünschis Potpourri erobern sie doch ne Lady. Ja. Welche waren denn so im Laufe deiner Filmkarriere, die ja sehr erfolgreich war, deine Lieblingspartner? Also Partner hatte ich natürlich, aber eigentlich brauchte ich keine. Ich habe meine eigenen Partner auch gespielt. Du hast deine eigenen. Ich brauchte keinen Partner, den habe ich auch selbst gespielt, den Partner. Es gibt so ein Werk, da hat er sich selbst gespielt und zwar in jeder Situation. Und ob es nun schön ist oder nicht, das können Sie selber entscheiden. So sehe ich also aus? Ja. Nein. Also ich bin mit meinem Aussehen ganz zufrieden, ja? Kein Wunder, Sie sehen so aus wie ich. Aber denken Sie mal an mich. Ich sehe so aus wie Sie. Wann hatten Sie diesen Unfall? Was für ein Unfall? Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie so auf die Welt gekommen sind. Ja, ich sah immer schon so aus. Das heißt, damals war ich etwas kleiner. So etwa so, Herr. Gobrukin, Exzellenz, Gobrukin. Ja, das finde ich schon unheimlich exzellent, ja. Was heißt exzellent? Dass Sie so aussehen wie ich, das wird selbst meine Linda kapieren, ja. Ich sehe nicht so aus wie Sie, Sie sehen so aus wie ich. Hören Sie auf, sich darüber zu freuen. Hören Sie mal zu, verehrter Herr Doppeldecker, Herr Doppelgänger. Ich komme bei den Weibern unheimlich gut an, ja? Ja, weil alle glauben, Sie seien ich. Keiner glaubt das, außer dieser dämliche Teufel da. Mhm. Ich habe Charme, Witz, Eleganz, alles das, was Sie nicht haben, ja. Ja, das war Sunshine Reggae auf Ibiza, wird seit 15 Jahren jedes Jahr in irgendeinem Privatsender wiederholt. Immer wenn die Leute es gerade vergessen, kriegt das Ding wieder um die Ohren gehauen. Du weißt aber, wir sind hier nicht im Privatsender, ne? Erstes deutsches Fernsehen. Danke fürs Gespräch. Karl, ich habe jetzt eine Überraschung wieder mal für dich. Es ist ja eine Geburtstagsparty, voll mit Überraschungen. Es kommen jetzt zwei Kurzfilmproduzenten. Die haben viele kurze Filme produziert und dabei noch die Kamera versteckt. Und du warst ganz oft dabei. Hier sind Paola und Kurt Felix. Ich hatte ja eigentlich nur auf Paola gewünscht, den Kurt mussten wir also im Park mitnehmen. Ich bin auch nicht wegen dir, sondern wegen Eva gekommen. Hast du immer noch Schweizfüße? Ja. Achso. Kommen wir auch von daher. Sag mal Kurt, du hast ein Déjà-vu hier in diesem Studio. Ja, auf den Tag genau vor 20 Jahren habe ich hier in Hamburg im Studio 7 die erste Sendung Verstehen Sie Spaß moderiert. Damit begann eine aber nicht lange alleine. Nein.
da kam ja der Karl und ich dann. Leider. Das interessiert ja doch keine Sau, was du hier erzählst. Sing weiter! Einmal sagtest du, soll ich hier bleiben? Karl, ich bleibe immer noch auf ein Bier. Und das trinke ich gerne mit dir. I'm blue by you. Ich fang noch einmal an, irgendwann am Blue by you. Lass die Welt bei dir einfach hinter mir, am Blue by you. Bei dir lernte ich, bei dir lernte ich, ist ein Geschenk an sich. Ich fuhr wieder nach Hause. Das war auch gut so. Eva, hast du das gesehen? Ja. Hast du das gesehen? Gut, reg dich nicht so an. Was hat denn dieser Dall, was ich nicht habe? Ich weiß es auch nicht, Kurt. Bitte. Aber du weißt ja, was er über dich gesagt hat. Was? Der hat nie über was mich gesagt. Doch. Nein. Hat er mir erzählt. Nein, nein. Doch. Er hat gesagt, er war mal bei dir in der Schweiz und saß mit dir zusammen in der Sauna. Und da hätte er erst gesehen, wie klein da unten alles ist. In der Schweiz. Da hat er eine Lupe dabei. Der hört was von Karl. Ich sag dir. Scheiß mich nicht wieder zusammen. Also, herzlichen Glückwunsch. Danke, Kurt. Also unvergesslich bist du für mich geblieben mit deinen schrägen Auftritten in Verstehen Sie Spaß. Ich denke, da müssten wir schon mal reinschauen. Perpetuum mobile, spaghetti al dente, amore mio, mafia pensione. Molto va bene, tutti paletti, Lambrusco vino, Gorgonzola. Da muss ich doch dem Publikum mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen gewähren, sozusagen. Also all diese Sachen, diese Gags, die haben wir ja dann vorher besprochen. Ich bin nach Berlin geflogen zu dir. Wir haben 2, 3 Flaschen Wein getrunken, doch, dann mehrere Flaschen dabei Bier, nur geblieben wär. Diverse Schnäpse dazu, dann hatten wir ganz tolle Einfälle. Und dann bin ich nach Hause geflogen, habe all das fein säuberlich ins Drehbuch geschrieben, habe das in einen Umschlag gesteckt, mit teurem Schweizer Porto dir nach Berlin geschickt. Und dann ist regelmäßig, und das stimmt, Folgendes passiert. Der Karl kam am Tag vor der Sendung im Studio mit dem noch verschlossenen Umschlag und hat mit hängender Zunge und hängendem Auge gesagt, was muss ich heute eigentlich tun? So war das. Ja, und ich muss sagen, der Kurt war jeweils sehr verärgert und hatte Rache geschworen. Ja. Er hat gesagt, dem zahle ich das mal heim. Ja. Er hat dann gesagt, jetzt wird der Karl mal, so stand das auch im Drehbuch, als Spaßvogel in die Sendung hineinfliegen. Und der Kurt hat sich dann gesagt, und dann lassen wir den Karl die ganze Zeit während der ganzen Sendung oben unterm Studiodach hängen. Aber davon habe ich Wind bekommen. Ja. Das habe ich gewusst. Jetzt gucken wir, was daraus geworden ist. Ja. Was machst denn du da? Naja, ich versuche zu fliegen, Paola, aber ich bin an so einem Gabelstapler festgebunden. Du weißt ja, wie schlimm das ist, wenn man festgebunden ist, nicht? Ja, aber du bist ja mit dem Gabelstapler nicht verheiratet, oder? Ja. Aber jetzt habe ich mal eine gute Gelegenheit. Wie wär's, Karl, wenn du mal den Schnabel halten würdest? Ich soll den Schnabel halten? Das kannst du doch viel besser. Hier, nimm ihn. Spaßvogel, was hast du für einen großen Schnabel? Damit ich dich besser picken kann. Spaßvogel, was hast du für einen dummen Kopf? Entschuldige mal, das ist mein eigener. Sag
mal, was hast du für einen aufgeblähten Bauch? Ja, mein Bauch gehört mir. Ich bin ein Playboy. Sag mal, was hast du denn für ein niedliches Bürzel? Wie bitte? Bürzel. Wie meinen? Was hast du für ein niedliches Schwänzchen? Das geht dich einen feuchten Kehricht an, ja. Schön, ja? So, jetzt möchte ich mal runter hier. Ja? Ich möchte jetzt runter, ich möchte einen ablassen, bitte. Ich meine, das ist die Gelegenheit, lieber Karl, die nie mehr kommt. Was für eine Gelegenheit? Ja, du hast uns nämlich oft in den Sendungen hängen lassen, jetzt lassen wir dich mal hängen. Mensch, ich verhungere hier oben doch. Ja, ich habe ja eben hier das Vogelfutter. Ich meine... Vogelfutter auf dein Vogelfutter, scheiß ich! Ja, aber... Karl, also der Kurt hat dir das auch alles wieder vergessen. Er hat dir darum auch was ganz Tolles zum Geburtstag mitgebracht. Er hat sich beim bekanntesten Zuckerbäcker in der Schweiz eine richtig tolle Geburtstagstorte machen lassen. Wirklich? Das ist toll. Hier kommt Kurt. Hi. Karl, man wird ja im Leben nur einmal 60. Versöhnung. Und ich weiß, Versöhnung. So ist es. Und ich weiß, was sich ein Mann in diesem Alter wünscht. Ich weiß, worauf du abfährst. Ich weiß, was deine Hormone durcheinander bringt. Ich weiß, was man in eine solche Torte dann stecken muss. Karl, wie soll sie aussehen? Hallo? Oh. Nein, tut mir leid. Ich hab mehr erwartet. Gut, den kannst du wieder haben. So, komm, ab auf die Müllkippe. Komm, komm. Angelika Milster. Eine alte Freundin von mir, ein so schönes Lied. So ein schönes Lied. Ich habe das erste Mal dieses Lied gehört. Man sollte es auf Schallplatte machen. Du, das ist ein guter Vorschlag. Oder noch besser ein Musical drumherum schreiben. Danke, dass du da warst. Ich danke dir und wünsche dir alles, alles Dankeschön. Gute von Herzen. Dankeschön. Angelika Milster. Bist du ergriffen? Sehr ergriffen, weil das ist so, ach, die Angelika, die hat mich auch so die letzten 25 Jahre, ich kenne sie in ihren ersten Kinofilmen, ich kenne sie schon sehr lange. Man trifft sich zwar nicht so oft, aber wenn, dann ist das immer, sind das sehr schöne Abende. Auf Sylt, in Berlin, in Hamburg oder wo auch immer. Ist nur für dich gekommen, heute Abend. Mich. Sag mal, ich habe gelesen, du hast einen Bekanntheitsgrad von 91%. Wie kommt das denn? Ja, 91% kennen mein Gesicht und auch meinen Namen. Aber das heißt nicht, 91% lieben mich. Das war also 18% Ätzfaktor. Das heißt, schalten sofort ab, wenn sie meine Fresse auf dem Bildschirm sehen. Damit möchte ich mich jetzt bei einigen Dingen schon mal verabschieden heute Abend. Ich weiß auf jeden Fall aus zuverlässiger Quelle, dass du meine Kollegin Dagmar Berghoff zum Beispiel mal ganz schön ins Schwitzen Ach, gebracht hast. Die Dagi, die ist doch die Nachbarin von mir, die ist doch eine Abhängige, ist doch alles okay. Was soll ich denn? Du hast sie aber damals recht salopp behandelt und vor allem, wen du auch schwach gemacht hast, ist Wolfgang Menge, den mit dem coolen das Gesicht. Das war in den 70ern. Haben Sie Lust, sich das anzusehen? Bitte. Das ist das 1. Mai, die Leute sind aber jetzt zum Teil sicher schon alle ein bisschen voll, deswegen können wir auch Tachless reden. Ja, worüber? Ja. Ich meine, ich stelle, mir ist das ganz egal, ich meine, wir kennen uns nämlich schon sehr lange. Ich weiß nur, dass wir immer leicht Ärger kriegen miteinander. Damals ging es um eine Frau. Ihr beide?
Da haben Sie aber... Moment, das wollen wir klären. Da haben Sie ja, das ist die, die ich jetzt geheiratet habe. Nein, nein, das ist die, die ich geheiratet habe. Ach so. Er hat nur einen großen Fehler gemacht. Er wollte sich an Sie ranmachen, anonym mit einem Brief, hat sein Bild beigelegt. Ja, das ist aber, das ist kein Ranmachen. Sie wollen jetzt, nee, das ist das. Sie wollen jetzt nur ablenken von den Tatsachen. Wir haben bei Ulrich Schamoni nackend in der Sauna, das erste Mal, wo ich überhaupt nackend gesehen habe. Ach so, das war Ihre Frau? Nein, das war eben nicht meine Frau. Ich dachte, das wäre Ihre, auch nicht. Ja. Und daher gab es eben, das war die Nacht der Missverständnisse. Nein, ich denke... Hier hat es so den Anschein, wie wenn Ihnen die Gags so laufend und einfach so spontan vom Himmel einfallen. Ist das ja, ist doch wohl auch so. Also nicht zu Hause, ich bin immer allein. Was soll ich denn, wir haben doch kein Drehbuch auswendig gelernt, das wissen Sie doch selbst. Ja. Wir haben nichts gemacht. Ja. Hätten Sie denn Lust vielleicht für uns, da Sie ja sagen, keine Vorbereitung ist nötig, so mal auf die Schnelle jetzt irgendwas zu machen, was Kleines? Oder braucht... Nein. Ist es dazu noch gekommen? Zu dem Kleinen? Bitte? Ist es dazu noch gekommen? Nein, dass Sie meinten, einen Vortrag. Was hast du da? Du bist aber auch versaut, mein lieber Charlie. Ich dachte, der Vortrag. Ich redete nee, von dem Vortrag. Ja, das war eine hochpolitische Runde damals, als wir da saßen. Eigentlich haben die mich alle so ein bisschen gemieden, die anderen Talkgäste weil da. Weil du so verbal so stark warst. Weil ich einfach lustig rhetorisch bin. Die mögen, also in Talkrunden, damals war das noch sehr bierernst. Das war hier die NDR Talkshow, als die begann. Und ja, da war mal wieder einer ausgefallen. Meistens wird dann einer krank und dann ruft man mich nachmittags an. Und die wussten nicht, dass ich... eigentlich da nicht reinpasse, bei Dagmar. Also wie gesagt, Dagmar träumt hin und wieder heute noch davon. Karl, dann gab es ja richtige Skandale im Fernsehen, die du verursacht hast. Es sind Menschen fast weinend von der Bühne geflohen, um dich nie wieder zu sehen. Na ja, kannst du was nicht. Du denkst an den Schlagersänger. Ja, ja, das hat man auch, ein Mensch. Auch 16 Jahre her. Aber der war danach noch zweimal wieder da und das schreibt die Presse nicht gerne. Sag doch mal, wer das war. Roland Kaiser hat die Nerven verloren und hat das Klo gesucht und hat die Bühne nicht mehr wieder gefunden, weil er nicht herkommen konnte. Oh Mann. Das klebt uns wirklich bis ans Lebensende, die Geschichte. Die klebt uns an, ja. Oder? Du hast mal jemand sehr sympathischen, aber ich weiß, dass du bei dem zumindest auf jeden Fall dann den Ruf hattest als elektronischer Folterknecht. Was ist das denn? Wird in der Sendung auch gebumst? Es könnte ja sein, dass man sich zweimal im Leben wieder sieht, Karl. Guck doch mal in die Überraschungstorte. Ist da jemand drin? Ja? Nee. Nein, nicht schon wieder so einer. Oder? Hallo. Ja, ich soll... Ich soll heute Abend hier eine Talkrunde machen, mache ich gern. Für Karl Dahl. Er ist einer der witzigsten und skurrilsten Entertainer in Deutschland. Aber heute Abend ist Rückspiel angesagt. Ja! Ich bin das öffentlich-rechtliche Rückspiel, die öffentlich-rechtliche Rache für all das, was er uns angetan hat. Uns, die er getreten und geschunden hat. Bitte, Herr Dahl, was heißt es geht das? Los. Ich bin Opfer jetzt. Sie werden sehen. Sind Sie eigentlich noch Minister oder Ex-Arbeitslosenminister oder was soll ich jetzt sagen? Also, erstmal bin ich heute Abend dran. Ah, ja. Ich bin der Kameltreiber und Sie ist Kamel. Heute Abend ist umgekehrt. Sie sollten mich jetzt erstmal vorstellen, wer Ihr Gast ist. Das ist der Karl Dahl, den kennen Sie alle. Dann machen wir mal einen Test. Ja. Antworten Sie immer kurz und knackig. Alles klar. Mit Ja oder Nein. Haben Sie Mundgeruch? Ja. Nein. Also. Haben Sie Schweißfüße? Manchmal, aber... Mit Ja oder Nein? Schnarchen Sie? Nur wenn ich besoffen bin, ja. Sind aber Sie je zornig? Also jetzt werde ich aber langsam stinken. Ja, ja, also, so war das früher ja auch. Ja oder nein? Nein. Haben Sie Ihr Kind geschlagen? Aber das kann sich nicht mehr dran erinnern. Sind Sie bei Rot über die Ampel? In Bayreuth? Sind Sie sitzen geblieben? Ja. Haben Sie die CDU gewählt? Nein.
Dachte ich mir doch. Erklärt vieles. Haben Sie in Ihrer Familie mal eine Genanalyse gemacht? Wollen Sie schon gehen? Nein. Genanalyse. Ich vermute nämlich, bitte, dass bei Ihren Vorfahren vor tausenden von Jahren es mal eine Kreuzung gegeben hat. Eine merkwürdige. Also man hat mir mal im Kinofilm eine Hauptrolle von Rückkehr vom Planet der Affen angeboten. Nein, ich vermute eher eine Kreuzung zwischen einer Nachteule und einem Geißbock. Worauf wollen Sie hinauf, Herr Minister, Ex-Minister? Das nur die aktuellen Themen, Genanalysen, sowas. Ach so, Klon. Obwohl, wenn Sie schon politisch werden, wenn ich Sie sehe, denke ich, die Anstrengung für die Pflegeversicherung hat sich rentiert. Ich bin... Bauen Sie Pembers. Ja. Bauen Sie Pembers. Rheumatiken. Ihr Bruder ist da. Entschuldigung. Ja. Noch einmal herzlichen Glückwunsch. Herr Hallervorden ist auch schon da. Gut. Wollen Sie Ihren unehelichen Sohn nicht auch mit in das Gespräch einbinden hier? Ich meine, nicht mein unehelicher Sohn. Ich nehme es auch mit zwei auf. Junge. Aua. Herr Blümes, gehört da dazu, dass andere sich in das Gespräch einmischen? Ja, Helge das wollte ich jetzt machen. Wie denn? Ich hatte mich unterm Tisch versteckt und wollte jetzt auch hier sitzen, um einmal mitreden zu können. Aber ich habe nichts zu sagen. Ja, das... Da hättest du auch in die Politik gehen können, Helge, ja? Das glaube ich auch. Es gibt ja viele Leute, die reden viel, ohne was zu sagen. Aber das Schicksal teilen wir mit anderen Komikern. Wie kommt es einfach, dass Sie in die Annalen der Unterhaltung gehen? Ich darf im Bundestag ja auch nicht rumlabern. Alles zu seiner Zeit. Sind die Renten eigentlich sicher? Ja, jeden Tag, an dem ich da früher aufgehört habe, war ein verlorener Tag für die Rente. Das ist schon richtig. Ja. Helge? Immer noch da. Ja. Hast du das Gespräch mitverfolgt? Nee. Also, eine letzte Schlussfrage noch. Ich fühle mich total verarscht, fertig gemacht. Ich habe keine Freunde mehr nach dieser Runde. Ich weiß wirklich nicht, wie jetzt alles noch weiterlaufen. Aber auch, Herr Dall, ich kenne einen. Sie kennen einen? Der sich sehr bewundert. Ich meine, da kommt es auf jede Stimme an. Der kämpft um jede Stimme. Ist auch das Einzige, was ich für ihn mache, jetzt ihn aufzurufen, um ihnen zu gratulieren. Das war's. Für Karl Dall, meinen ostfriesischen Landsmann, alles Gute zum Geburtstag. Und wenn ich böse wäre, würde ich sagen, ich würde ihm wünschen, dass er allemal so alt wird, wie er jetzt schon aussieht. Aber so böse bin ich ja gar nicht. Trotzdem, alles Gute. Soweit, meine Damen und Herren, die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers zum neuen Jahr von Karl Dall. War nicht so ganz nett, hat er ja auch nicht richtig gesagt, aber es heißt, er sei mal ein Fan von dir gewesen. Der ist noch ein Fan, weil der braucht wirklich jede Stimme, wie Herr Blüm schon sagt. Und ich bin mit ihm, als er noch kleiner, publiker Ministerpräsident von Niedersachsen war, bin ich mit ihm noch um die Blöcke gezogen, ohne Bodyguards, da ging das noch, durch die ostfriesischen Kneipen, bis sie die Hähne hochgedreht haben. Und das ist alles etwas seltener geworden, jetzt seitdem er verheiratet ist oder so. Ja. Vermisst du das? Ein bisschen, ja. Hat mir letztens von Trennkost was vorgefasert. Da habe ich gesagt, komm, trinken wir erstmal wieder eine Pulle. Das hat auch geklappt bei ihm mit der Trennkost. Ja, doch. Aber er hat sehr viel um die Ohren. Und ich muss sagen, den Job möchte ich nicht haben. Aber ich finde ihn gut, weil er ein Mensch geblieben ist. Politiker. Karl, hast du denn Affinitäten zu anderen Politikern gehabt? Ja, also in unsere Vorstellung damals, Ingo, da kamen sie doch alle. Walter Momper kam, Klaus Schütz, der konnte zwar nicht klatschen, weil er einen lahmen Arm hatte. Fritz Reuter oder Otto? Och, das kam auch noch, oh, da kamen die ganzen Kollegen und es war jeden Abend, freitagsabends war echt was los da in der Bude. Die ganzen Liedermacher traten auf im Reichskabarett. Klingt ein bisschen narzisstisch, aber das Reichskabarett war ein kleines Kabarett, ein linkes Kabarett und da passten 99 Leute rein. Und freitagsabends war immer Halligalli. Da traten sie auf. Reinhard May, Hannes Wader, Schobert und Black, Ulrich Roski, Ingo Insterburg mit Jürgen Barz, Katja Epstein noch unter ihrem Mädchennamen, Elvira Schabrunski, ich weiß, wie sie hieß.
Und da habe ich mich dann so reingeklinkt. Hm? Karl, erinnerst du dich noch, welchen Namen du gerade als erstes genannt hast? Als erstes? Ja. Reinhard May, habe ich gesagt, ja. Meine Damen und Herren, lieber Karl, hier ist Reinhard May. Komm, gieß mein Glas noch einmal an, mit jenem Pilchen roten Wein. Nimm es diese Zeit noch wach, heute trink ich meinen Freunden nach. Bei diesem Glas denk ich zurück an euch, mit denen ich ein Stück auf meinem Weg gegangen bin. Bei diesem Glas trink ich im Sinn nach Süden, Osten, West und Nord. Und find euch in Gedanken dort, wo immer ihr zu Hause seid. Seht die Gesichter nach der Zeit in meinem Glas vorüberziehen. Verschwommene Fotografien, die sich wirr aneinander reihen. Und ein paar Namen fallen mir ein. Und ein paar Namen fallen mir ein. Komm, gieß mein Glas noch einmal ein, mit diesem billigen roten Wein. In dem ist jene Zeit noch wach. Meinen Freunden an, dem stets betrunkenen Balthasar, der immer, wenn er pleite war, seinen Kredit bei mir bekam. Und wenn ich mich selbst übernahm, dann zahlte stets der Franz für mich, bis Balthasar die Schuld beglich. Volker und Georg, die mit mir brüderlich teilten Schnaps und Bier, die fahren zu dieser Zeit voll rum, auf irgendeinem Pott herum, auf irgendeinem Hof. Und spinne neues Seemannsgarn. Und spinne neues Seemannsgarn. Komm, gieß mein Glas noch einmal ein, mit diesem billigen roten Wein. Nimm ist jene Zeit noch wach. Heute trinke ich meinen Freunden an. Karl, der sich nicht zu schade fand, der, wenn es mulmig um mich stand, so manche Lanze für mich brach. Klaus, der viel von Anstand sprach und der mir später in der Tat die beste Pfeife geklaut hat. Mein Zimmernachbar bei Frau Pohl, der nach Genuss von Alkohol mein Zimmer unerträglich fand und alles kleinschlug kurzerhand. So übte der sich damals schon für seine Weltrevolution. Für seine Weltrevolution. Komm, gieß mein Glas noch einmal ein, mit diesem billigen roten Wein. In dem ist jene Zeit noch wach. Heute trink ich meinen Freunden nach. Verwechsel ich euch, vergess ich dich, lässt mein Gedächtnis mich im Stich. Manches ist schon so lange her, kenn ich nicht alle Namen mehr. So kenn ich die Gesichter doch, und ich erinnere mich noch und widme euch nicht weniger Raum. Geschrieben haben wir uns kaum, denn eigentlich ging keiner fort in einer Geste, einem Wort, in irgendeiner Redensart. Lebt ihr in meiner Gegenwart? Lebt ihr in meiner Gegenwart? Komm, gieß mein Glas noch einmal ein, mit diesem billigen roten Wein, in dem ist jene Zeit noch wach. Heute trinke ich meinen Freunden nach. Und diese Platte ist völlig verkratzt. Ich habe sie jetzt im Keller wiedergefunden. Und damit du von diesem billigen Rotwein runterkommst mit diesen 2,05 Liter mit dem Schraubverschluss, ja, habe ich dir eine ganz prima Flasche. Und die möchte ich nachher mit dir köpfen. Das ist ein schöner Dankeschön. Geburtstag, wo man was geschenkt hat. Wenn man Dankeschön. Hat. Alles Glück der Welt, Karl. Dankeschön. Danke, Rainer. Danke.
Ja, danke schön, Reinhard May. Ihr wart ja damals in Berlin eine große Familie, lieber Karl. Du bist ein bisschen sentimental jetzt gerade geworden. Ich bin ein bisschen sentimental geworden, aber die Liedermacher-Familie, also ich habe mich da nicht so zugezählt. Ich habe mir gesagt, ich bin Gliedermacher in einer Berliner Puppenfabrik. Karl, ich möchte noch mal zu deiner privaten Familie zurückkommen. Du bist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Also irgendwann gab es dich 1941 in Ostfriesland und ihr wohntet dann in Leer und so richtig leer war es dort auch nicht, denn du hattest Geschwister. Deine Familie, vor die netterweise heute Abend gekommen ist. Meine Familie ist hier, ja klar, das ist ja das Ätzende an so einem Abend. Ja. Bei der Gelegenheit würde ich erstmal, das ist meine liebe Frau Barbara, die es seit 31 Jahren mit mir aushält und ich habe keine Minute bereut. Ja. Hoffentlich du auch nicht. Das ist Inge Nagel, geborene Dall, wohnt in Lahnstein, in der Nähe von, wie heißt er, Verteidigungsminister? Ja. Professor Otto Dall, geborener Dall, wenn er nicht verheiratet wäre, wäre nur Otto. Und meine Schwester Elisabeth oder auch Lieschen Anneliese genannt. Ja, das sind meine Geschwister und ich bin stolz auf meine Familie. Karl. Es gibt ja auch ein historisches Familienfoto. Ja. Und begib dich doch noch mal zu deiner Schwester so darunter. Oh, da gehe ich gerne zu Füßen. Blenden wir mal über in das Foto von einst und jetzt. Und man kann sagen, es ist fast wie damals. Karl. Was gibt's denn da zu lachen? Okay. Karl, oh, ich komme kaum noch hoch. Damals konnte ich auch noch nicht laufen. Aber, Lise, wie alt war ich da? Acht Monate. Acht Monate. Was, ich habe mich aber gefühlt wie acht Wochen. Habe mich aber gefühlt wie sechs Wochen. Ja. Mit acht Monaten war ich ja schon sauber. Da hatte ich noch eine Windel an. Hat ja jeder gesehen. Ja. In dem ruhig wieder Platz, Karl. Dann ist das ja nicht alles, was deine Familie betrifft, sondern du hast auch eine Tochter. Diese Ehe hat auch lange gehalten, bis zum heutigen Tag. Wir haben deine Frau gerade gesehen. Ohne Skandale, ohne Randale. Wie habt ihr das gemacht? Na ja, man muss also Beziehungen zur Presse haben, dass die ganz gelinde die Schnauze halten. Aber wenn man will, kann man auch sich raushalten. Aber du warst auch nie zu Hause, du warst ja ständig unterwegs. Ja, ich war in den ersten Jahren natürlich, als unser Kind klein war, war ich natürlich viel unterwegs. Deswegen ist so eine Ehe von fast 30 Jahren ja eigentlich so, sagen wir mal, 20 war ich zu Hause. Ja, aber trotzdem, das ist auch wieder spannend, wenn die Frau jedes Mal einen neuen Mann kennenlernt, wenn er von der Tournee wiederkommt. Karl, wir haben trotzdem auch gute Beziehungen zur Presse und zum Fernsehen und wir haben unveröffentlichtes Filmmaterial, privates von dir. Wir machen jetzt sozusagen Privatfernsehen. Oh, das war meine Hochzeit, Totensonntag vor 30 Jahren, 8mm Filme. Und das war nach meiner Entbindung, unser Kind 5 Tage alt. Ja, vielleicht war es da 3 Wochen und das war im Sommer 74, die kleine Janina. Ja. Ich finde, du hast schon wieder auch da eine schlanke Silhouette gehabt, ne? So kurz nach der Entbindung. Ja. Hast dich gut gehalten, auch damals schon. Karl, und weil sie bis jetzt fehlte und sie noch nicht hier war, deswegen kommt sie jetzt, deine kleine Janina. Hier ist sie. Oh, meine Süße. Es wird immer bezweifelt, dass sie meine Tochter ist. Wir haben die gleichen Knie, ich schwöre es euch. Ja? Ist sie stolz? Ja, sehr stolz auf dieses Kind. Janina, ja. Jetzt habe ich dich mal hier. War Karl ein strenger Vater? Streng ist schwer zu sagen. Hast du eigentlich von der Erziehung Ahnung gehabt damals? Nee, ich habe ja selbst sehr strenge Erziehung genossen, aber mich auch nicht dran gehalten. Also ich kann mich daran erinnern, dass du dich an nichts gehalten hast, aber sie war sehr brav. Wir hatten ein tolles Familienleben. Ich habe so eine tolle Kindheit gehabt, also an das, was ich mich erinnern kann. Und nein, also ich bin sehr, sehr stolz auf ihn und stehe auch zu ihm. Das ist nett, er hat schließlich Geburtstag heute. 60 Jahre und im Kopf, nein. War denn Karl so ein Vater, der gesagt hat, Kind, lauf nicht so schnell die Treppe runter, nicht, dass du dir was brichst?
Nein, eigentlich nicht, aber ich habe ja schon immer die Gefahr gelebt. Ja, die Kleine ist geturnt auf irgendwelchen Klettergerüsten im Berlin-Westend und da konnte ich sie sowieso nicht dran hindern. Es ist ja dann auch etwas Gefährliches aus ihr geworden. Du bist Stuntfrau geworden, du arbeitest in Kanada, Janina. Und Karl, ist es das, was du dir für deine Tochter erträumt hattest? Das träumt sich kein Vater. Ich war einmal bei Dreharbeiten dabei. Die ist da so 8 Meter durch so eine Glasscheibe gesprungen und unten in Kartons gelandet. Also ich muss das nicht haben, aber ich kann sie nicht dran hindern. Also sie macht das prima. Hm? Sie macht es auch prima in dem einen Werbespot, den wir uns gerne mal anschauen wollen. Daran sehen Sie, wie gefährlich Janina wirklich lebt. Nimm meine Hand! Es ist zu weit! Nicht mehr! Tja, ich auch nicht. Ah, Mist, Kerl! Ja, Karl, das hast du davon. Warum warst du immer so frech? Du, ist besser, wenn sie zu dem Mistkerl sagt, als zu mir. Janina hat, ohne dass du es weißt oder überhaupt ahnst, eine klitzekleine Überraschung für dich mitgebracht. Janina, sag es ihm selbst. Karl, du bist doch so ein richtig alter Rock'n'Roller, was vielleicht Leute hier nicht wissen. Ich bin alter Rock'n'Roller, ja. Kannst du dich an den Sommer erinnern, wo du mit den Scorpions auf Tour warst, in Amerika? In Nordamerika war ich eine Woche lang mit den Scorpions unterwegs, hab denen Pizza gebacken und war Backstage. Hm? Ja, ich habe heute eine Überraschung für dich. Rat mal, wer hier ist. Die Scorpions. Mensch, dass ihr jetzt auch privat in Wohnstuben auf Geburtstagen auftretet, das ist ja Wahnsinn. Das macht man nur für ganz besondere Freunde. Das macht man nur für ganz spezielle Freunde. Und das müsst ihr runter sein. Da du so ein fantastischer Tourbegleiter warst mit uns in Kanada, die Janina hat gerade darüber gesprochen, haben wir gesehen, dass du doch ein richtig großes Herz hast für Rockmusik und dass du im Grunde deines Herzens ein echter Rock'n'Roller bist. Und deswegen haben wir gedacht, wir bringen dir heute eine echte Gibson mit, damit du unplugged-mäßig hier mit uns ein bisschen jammen kannst. Ich jam. Ich weiß nicht, ob du spielen kannst, aber das für ein paar coole Posen, denke ich, wird das reichen. Oh. Können wir dem das Timer? So was gibt's denn sowas überhaupt, ja. Also zum echten Rock'n'Roller gehört auch eine richtig geile Gitarre. Ja, ich tue so ein Gitarre. Bisschen, ja. Singt ihr voll Playback wie immer? Nee, so... Nee. Für dich, Karl, für dich heute echt live. Für dich, mein Lieber, singen wir heute live. Und wir singen Scorpions. Lebend heißt das, live heißt lebend. Lebend, das kommt für dich ja gerade noch hin. Und insofern machen wir einen Klassiker. Habe ich das nötig, mich von so einer alternden Popgruppe anmachen zu lassen? Komm. Also, wir spielen einen Scorpions-Klassiker, Rock You Like a Hurricane. Den habe ich ein bisschen umgetextet, das weißt du noch nicht, mit deutschem Text. Aha. Ganz speziell für dich, der Song heißt Rock You Like a Hurricane. Und für dich spielen wir Hurricane Carl. Und ich hoffe, du jamst ein bisschen mit. Okay, also, Hurricane Carl, here we go. It's early morning, the sun comes out. Last night was shaking and pretty loud. My cat is purring and scratches my skin. So what is wrong with another sin? The bitch is hungry, she needs a tear. So give her inches and feed her well. More this it come to places to go. I've got to leave it. Time for a show. You like a hurricane. Here we go. Here I am. Rock you like a hurricane.
Es ist früh am Morgen, der Karl steht auf. Er fährt sein Chevy und ist gut drauf. Er trifft Janina im Hard Rock Café. Joban Hörlover ist auch in der Nähe. Sie ziehen sich erstmal Scorpions rein. Von Hurricane bis Big City Night. Er ist nur mal ein Rocker, das ist doch klar. Das sieht man schon. Zum 60. Kann ich das Ding behalten? Ja. Das ist deine. Oh. Das ist deine. Karl, bitte. Stimmt es, dass der einzige Preis, den du im Laufe deiner Künstlerzeit bekommen hast, eine Flasche Mosel war? Ich habe mal beim Rock'n'Roll-Wetttanzen in Iluafin in Ostfriesland den zweiten, die halbe Nacht getanzt, Rock'n'Roll, und habe eine Flasche Moselwein bekommen. Zweiten Preis. Eine harte super. Nummer. Mhm. Sonst nichts. Da war ich vielleicht 17 Jahre, 1958. Das war eigentlich alles, was ich bekommen habe. Ja. Du bist ja mal nominiert worden für den Grimme-Preis. Also zumindest nominiert. Ja, nominiert, das weißt du ja, wie das bei Big Brother heißt. Nominiert heißt raus. Ja. So war es leider auch bei dir. Glaubst du überhaupt, dass Comedians oder Komiker einen Grimme-Preis kriegen können? Das ist durchaus möglich, wenn sie Niveau haben. Aber Komiker haben kein Niveau. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es gibt einen. Einen? Ja, es ist der Mann mit der Klobürste. Ey. Kennst du ihn? Ja. Der ist zu deinem Geburtstag gekommen heute. Der kommt jetzt da die Treppe runter. Der hat den Grimme-Preis bekommen. Der hat den Grimme-Preis bekommen, weil er Niveau hat, Karl. Er ja. Meine Damen und Herren, lieber Karl, hier ist Wiegald Boning. Niveau. Lieber Karl, 60 zu werden ist ja eigentlich heutzutage keine Kunst, sondern lediglich ein weiterer unorigineller Beitrag zur Überalterung unserer Gesellschaft. Von daher schäm dich. Andererseits vielleicht ist es was anderes, wenn jemand 60 wird, der das deutsche Fernsehen nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt hat wie kein zweiter. Überhaupt in dem Alter dabei zu sein, ist ja heutzutage schon die große Ausnahme. Also da fällt mir eigentlich nur Heiner Bremer ein oder Alida Gundlach. Du bist aber ja nicht nur einfach so mit dabei, nein, ohne dich wäre das deutsche Fernsehen in seiner heutigen Form ja schlechterdings undenkbar. Ob besoffene Idioten, die in stumpfsinnigen Nachmittagstalkrunden hemmungslos herumpöbeln, ob debil vernuschelte Gesprächsfragmente am klebrigen Frühstückstisch bei Big Brother oder Kleinstkomiker, die in heruntergelegten, tiefergelegten Comedy-Shows für ein schales Amüsement sorgen. Ohne dich, lieber Karl, wäre das alles nicht so weit gekommen. Ich glaube, du bist ein televisionäres Rudiment. Du bist ein lebendes Fernsehfossil, das seinesgleichen sucht. Ich gestehe, dein unerschrockener Einsatz für den halbgaren Schwachsinn, dein emotional eindringlicher Appell an unsere niedrigsten Instinkte, dein kraftvoller, couragierter Einsatz für die speckige Lederweste in uns allen hat auch meine Karriere überhaupt erst möglich gemacht. Es mag wohl so 1969 gewesen sein, ich habe es nicht vergessen, da war David Hasselhoff mal bei dir zu Gast und du unterhieltst dich mit ihm und hast dann spontan übersetzt sein Ei, also ich mit Ei, also Eck. Ich weiß gar nicht mehr, was das Resultat dieses, wie soll man das sagen, Gedankenaustausch war. Auf jeden Fall war ich stark beeindruckt, ich war überwältigt davon, dass auch so jemand wie du im deutschen Fernsehen seinen Platz finden kann. Und ich entschloss spontan, so will ich auch werden, wie dieser David Hasselhoff. Auf jeden Fall... Nein, Karl, du wirst nicht 60,
Du bist das fleischgewordene Delirium. Ja, du bist der Quastenflosser unter den Fernsehschaffenden. Glaubwürdig und fest stehst du für die Doofheit. Halte durch. Ich spreche von gleich zu gleich, wenn ich als Doofer sage, sei fest. Kämpfe weiter für die Doofheit. Lass dich nicht abbringen vom doofen Weg. Sei schlau, sei doof. Die Doofheit ist dein Leben, ja, die Doofheit ist deine Welt. Und ich bin stolz, dass ich dir hier heute entgegenschmettern darf. Du bist der Döfste. Herzlichen Glückwunsch. Lieber Karl, ich habe dir auch was mitgebracht. Meine Damen und Herren, hier ist Anke Engelke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Dunn. Happy birthday to you. Zum Geburtstag viel Glück und jetzt Rolle. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag alles Gute. Zum Geburtstag viel Glück. Alles Gute, Karl. Frage an die Scorpions. Braucht ihr noch einen Groupie? Achso, komm. Achso. Ah! Helge Schneider, meine Damen und Herren! Karl May, Karl Marx, Karl Dall. Das ist der letzte Knall. Wie ist es dir denn so ums Herz, wenn du siehst, die Topstars der Comedy-Szene liegen dir zu Füßen, bringen dir Ständchen? Wie geht's deinem Herzen? Ja, ich bin sehr stolz, ich bin sehr gerührt und eigentlich ist das nicht mein Ding, aber ich genieße den Abend, das ist auch, glaube ich, der Sinn der Sache. Soll man jetzt nur Scheiße reden? Ja? Ja, hast du ja auch genug gemacht heute Abend. Wir können ja jetzt mal langsam zum Ende, wir kommen ja auch langsam zum Ende, wenngleich ich dir noch eine kleine Überraschung präsentieren wollte. Das waren ja unsere Stars, aber es gibt auch noch Weltstars, die es sich nicht nehmen lassen wollten, dir zu gratulieren. Und wir haben ihn rübergeschaltet. Bitteschön, bitte an. Karl, mein Freund, wir haben uns jetzt schon so oft getroffen, wir haben viel Spaß zusammen gehabt. Ich muss aber auch sagen, ich glaub's nicht, dass du 60 Jahre alt bist, weil nach den Muskeln nach, du hast ja du den Mist Universum Körper. Du schaust aus, wie wenn du vielleicht 30 Jahre alt bist. Und dein Gesicht, so wunderschön, ist unglaublich. Also es gibt nichts anderes, du bist ja fantastisch. Ich sage, du bist 30 Jahre alt, höchstens. Viel Glück zum Geburtstag, mein Freund Karl. Das ist eine Überraschung. Oh no. Ja. Arnold. Arnold Schwarzenegger war eine echte Überraschung, war einer meiner, sag mal, prominentesten Talkgäste und er hat mich in seine privaten Gemächer in Hollywood reingelassen. Das war eine ganz große Ehre. Ja. Du bist überhaupt nur unterwegs in der Welt, um bei irgendwelchen Leuten unterzuschlüpfen. Tja. Ne? Scorpions im Bus und bei Arnold. Tja, klar, ich bin Kosmopolit und ich werde jetzt auch Chacha Gabor heiraten.
Karl, es gab schon mal, also ich meine, ihr wärt ein Dreamteam gewesen, ist ganz klar. Ich könnte es mir gut vorstellen, du so neben ihm kämpfend. Aber es gab schon mal ein Dreamteam. Das war einer aus Quickborn bei Hamburg, so ein knallharter Typ. Und ihr zwei zusammen, das war so eine Mischung aus Intelligenz und Schönheit, die sich zu einem beknackten Feuerwerk der guten Laune hochspülte. Hm. Heute immer noch. Ja. Ja, hier ist er nämlich jetzt. Liebe Zuschauer, Mike Krüger. Ja. Hat er sich so fein gemacht heute? Wo muss ja sein. Mensch. Geburtstag. Und noch so ein Leasinganzug, Mensch. Ja. Sag mal, wir haben mal ein schönes Lied gemacht. Das war ein authentischer Song. Die Leute mögen ja einfach die Wahrheit nicht. Und zwar. Das habe ich geschrieben. Das ist ein Text, den habe ich geschrieben. Damals war das eine wahre Begebenheit. Das ist 20 Jahre her und damals hat es gestimmt. Okay. Kannst du das noch, das Lied? Ja, natürlich, wir versuchen es einfach mal. Sag doch mal den Herrschaften, wie das Lied heißt. Das Andi, das Lied heißt Wir sind so schön. Wenn ich so durch die Straßen gehe, bleiben selbst die schönsten Frauen stehen. Und wenn ich uns so beide sehe, dann kann ich diese Frauen auch gut verstehen. Schön, wir sind so schön, wir sind so schön. Man sagt, dass ich was von Redford hab. Ich finde nur, das wertet mich nur ab. Auf mich da trifft ein Sprichwort zu. Deshalb lassen die Frauen mich nicht in Ruhe. Schön, wir sind so schön. Wir sind so schön. Ich hab die Haare zurückgekämmt, was alle Frauen total enthemmt. Und ich weiß, sie schauen nur auf meine traumhafte Figur. Wenn ich einer Schnecke in Augen schau, fleht sie mich an, oh mach mich doch zur Sau, Frau. Und ich kann machen, was ich will, die Frauen rufen, zeig uns dein Profil. Nimm mal aus damit, ja. Schön, wir sind so schön, wir sind so schön. Ich bin so schön wie das Sonnenlicht. Ich bin so schön, man fasst es nicht. Du bist der Schönste, ich muss es gestehen. Du solltest erst mal meinen Bruder sehen. Sag mal, du bist heute 60, das kann doch nicht sein. Und du wirst bald 50, auch das glaubt kein Schwein. Du siehst aus wie 40, oder fast jedenfalls. Warum schmeißen sich die Weiber nicht bei uns an den Hals? Weiß ich auch nicht. Warum nur nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Wir sind so schön. Diese Ausstrahlung. Von Mike. Dieses Charisma. Ja? Ja, von Mike. Och Mensch, das macht so einen Spaß, mit dem Jungen zu singen. Bloß wenn ich das bei ihm zu Hause in der Küche mache, dann fängt seine Frau immer an zu motzen. Das verstehe ich. Ja. Trotzdem, er ist auratisch, finde ich. Und du bist der Letzte. Also ich meine, der letzte Gebrauchskomiker, kann man sagen, ne? Habe ich mal gesagt, ich bin der letzte Gebrauchskomiker in Deutschland, aber
Es gibt noch so viele und ein bisschen will ich noch mitmischen, oder? Klatsch. Wenn wir aufhören. Nein, nein! Oh! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh, oh! Es geht doch mal los. Du siehst es. Du brauchst nur auf den Knopf zu drücken und sie sind da. Du bist eine Konifere auf deinem Gebiet. Aber sag mal, möchtest du eigentlich gerne noch mal eine ernste Rolle spielen, eine richtige Charakterrolle auf der Bühne? Natürlich, ich möchte ganz gerne beim Jedermann die Buhlschaft zum Beispiel in Salzburg spielen. Ja. Wie würdest du die denn anlegen, diese Rolle? Ach, erst mal auf die Besetzungscouch, Augen zu und durch. Ja. So geht das doch in dieser Branche. Nee, aber vielleicht mal was, wo die sagen, die Leute, das haben wir von dem nicht erwartet. Wahnsinn! Aber ich kann warten, ich habe Zeit. Du hast genügend Zeit. Ich meine, ich kann dir auch Hoffnung machen. Das ist 60 Jahre, sind gar nichts, ne? Im Gegensatz zu anderen. Also du weißt ja auch im Leben nicht, was noch auf dich so zukommt. Hier sollen wir stehen bleiben. Inge Meisel! Ja. Danke. Na endlich, danke. Jetzt stehen Sie auf! Aha. Bei mir ist keine Sau aufgestanden. Na ja, du bist ja auch nicht 90. Ja. 90, Inge? Ich bin 90 und du bist 60. So klein, 60. Was ist das schon, ne? Also wir gratulieren ihm trotzdem alle. Ja. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Hast du mir nicht was mitgebracht, vielleicht so ein Geschenk oder so? Ja, ich habe ein Geschenk für dich. Ja, was denn? Eine Mütze, einen Hut? Nein. Ich habe extra meinem Produzenten Trebitsch gebeten. Ja? Du kriegst in meinem nächsten Stück, Anfang März, eine Rolle. Oh. Du spielst meinen Vater. Danke, das mache ich gerne. Gut. Na, hoffentlich bist du auch gut dann. Ja, mit Sicherheit, wenn ich gut bin. Gut. Hallo, wie geht's dir? Dankeschön. Das ist nicht Jenny Elvers. Mit der bin ich länger befreundet, als du lebst. Aha. So. Wie soll ich das denn verstehen? Ja, wir müssen jetzt einen würdigen Abschluss finden, Frau Meisel. Lass mich doch mal, ich bin der Moderatorin hier. Ach, du wirst dafür bezahlt, eine Absage. Dir kommt schon der Gastenbon aus dem Kopf. Mach jetzt mal eine gute Absage. Ja. Liebe Gäste, es ist eine Absage. Es ist die letzte Ansage für heute Abend, also damit die Absage. Und ich bitte alle, die hier sind und Sie auch zu Hause in den Wohnzimmern, stehen Sie bitte auf und singen Sie mit uns zusammen Karls Geburtstagslied. Ja.